Hallo, hier spricht Peter. Ich bin in Koblenz, sitze im Pfefferminz hier, einem Café mit Getränken, eben kleinen Speisen, und habe folgendes Heft entdeckt, das da heißt Happiness. Und hier unten stehen die 7 Gesetze des Lebens. Das hat mich interessiert. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Hier sind sie nochmal, die 7 Gesetze des Lebens. Also, auf geht's. Das erste Gesetz ist das Gesetz des reinen Potenzials. Also, das heißt, dass ein Mensch an sich eben Energie hat und ein Potenzial. Und dieses wird übrigens freigelegt, wenn man schweigt, wenn man still ist, wenn man stille wird, wenn man meditiert, ganz kurz gesagt. Dann gibt es das Gesetz des Gebens. Ja, geben ist weniger denn nehmen, was so viel heißt, wie dass eben man sich eben von Sachen trennen soll und eben weitergibt. So, dann gibt es das Gesetz des Karmas. Naja, Karma kennen wir ja alle, heiße Ausstrahlung und ja, ne, okay, aber das ist ja sicher besser. Dann gibt es das Gesetz des geringsten Aufwands. Das ist auch schön, ne? Dass man sich nicht anstrengt, sondern geringsten Aufwand nimmt. Das ist hier unten die Umsetzung nochmal ausführlicher. Dann gibt es das Gesetz von Absicht und Wunsch. Ist auch schön, ne? Und da ist die Umsetzung. Dann gibt es das Gesetz des Loslassens. Das ist so ähnlich wie geben, ne? Loslassen. Ganz im Hier und Jetzt sein soll man dann immer sein. Hier ist dann das Gesetz vom Sinn des Lebens. Das ist doch auch nett. So, und insgesamt fällt mir auf, diese ganze Philosophie, die sich in den 7 Sätzen, oder 7 Gesetzen, so heißt es richtig, hier ist es nochmal, widerspiegelt, ist, dass ein Mensch sozusagen auch mit dem zufrieden ist, auf jeden Fall, was er hat und wie es ist, was ja viel einfacher ist, als wenn man immer hinter dem Glück hinterher rennt, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass auffällt, wenn man praktisch mit diesen 7 Gesetzen sieht, man zu einem sehr stillen, fast willenlosen Wesen wird, das einfach glücklich ist und dann auch andere, es geht auch darum, dass man andere freundlich behandelt und entsprechend nicht immer anderen Schuld gibt zum Beispiel und so. Das sind Sachen, die natürlich dazu führen, dass die Gesellschaft insgesamt friedlicher und harmonischer wird und dass man eben als Einzelmensch dazu beiträgt, das entsprechend auch zu unterstützen. So, das wollte ich nur sagen. Tatsächlich gibt es diese Zeitung, die ist aber von 2018 tatsächlich, also ein bisschen her. Aber Happiness, ihr seht, ist eine Sache, die Menschen natürlich interessiert, und daher habe ich diese Zeitschrift, die hier im Pfefferminz rumlag, entdeckt und wollte ich kurz dokumentieren. Heute haben wir übrigens Dienstag, den 25. Juni 2019. Und ja, ich bin in Koblenz im Pfefferminz hier, das ist in der Altstadt. Dann alles Gute und bis später. Es grüßt Peter. Ciao für Lau TV.